Hey Steve, was haben wir heute für einen Tag? Ey, was soll das jetzt, Mann? So scheiße. Tut mir leid, dass ich euch störe, aber kann ich bitte bei euch ein bisschen Zeit bleiben? Ich werde gerade von der Polizei verfolgt. Und naja, ich habe ein kleines Geschäftchen, was nicht also legal ist. Und na gut, ich brauche etwas Hilfe von euch. Und ja, kann ich ein bisschen bei euch bleiben, bitte? Alter, wer bist du eigentlich? Ihr kennt mich vielleicht. Ich bin unter vielen Namen bekannt, wie zum Beispiel Kevin Cox. Hab ich noch nie gehört. Matthias Meff? Dieser Name kommt mir nicht bekannt vor. Tut mir leid. Horst Hasch? Alter, ich kenne dich immer noch nicht. Aber die meisten meiner Freunde nennen mich eher einfach Viktor. Also, na klar kannst du reinkommen. Geh nur. Naja, wie gesagt, mein Geschäft ist nicht das Legalste, aber möchtet ihr vielleicht etwas Stoff kaufen? Also, ich habe alles. Nein, Alter, Drogen sind schlecht. Bildungsauftrag ausgeführt. Also, wenn du meinst, also ich habe ja nicht nur Drogen, ich habe auch andere Sachen. Heute kannst du ja nicht auch Bier machen. Aber natürlich, hier, nimm das. Kannst du auch ein intelligenzsteigerndes Medikament herstellen? Aber selbstverständlich, nichts einfacher als das. Hier, bitte. Möchtest du die blaue oder die rote Pille? Oh, ich nehme blau. Oh, meine... wie soll man sagen, mein... Kollege hat angerufen, dass die Verfolgung auf mich abgebrochen ist. Also, kann ich wieder da gehen. Es war mir ein großes Vergnügen, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich werde vielleicht nochmal vorbeikommen, wenn ich geschäftliche Probleme bekomme. Also, rechnen Sie damit, dass Viktor vor Ihrer Tür steht. Zu Ihren Diensten. Und jetzt nehme ich mein Zeug wieder mit. So. Ciao, gell? Und vielen Dank für dein Bier. Ciao, gell? Also bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich fühle mich schon um einiges intelligenter. Vielen Dank. Ja, also ich fand ihn eigentlich voll nett. Ich find's voll schade eigentlich, dass so ein seriöser Geschäftsmann wie Viktor jetzt eigentlich von Porzellan abhauen muss. Ist also schon ein bisschen schade eigentlich. Also ja, das finde ich schon. Und ich ein bisschen schade, weil es ist schon ziemlich der fresche, nette Typ. Ja. Also, ich finde den Viktor einen sehr sympathischen und vertrauenswürdigen jungen Mann. Ich finde es schön, dass man weiß, dass man Leute in seinem Freundeskreis hat, denen man wirklich blind vertrauen kann. Ja, ich fand diesen Viktor eigentlich voll den netten Typ, gell? Also, dass der mir einfach noch so ein Bier macht, gell? Also, ich eigentlich schon netter Typ, also von mir aus könnt ihr euch mal wieder absteigen, wenn der wieder von Pozzilei verfolgt wird, ey. Also, ich finde ihn eigentlich ganz netten Typ, gell? Also, ja. Also, ich fand diese drei Typen schon von Anfang an sehr sympathisch. Darum bin ich gleich zu ihnen gegangen, als ich Hilfe gebraucht habe, als ich von der Pozzilei verfolgt wurde. Also ich fand eigentlich diesen Viktor eigentlich so voll den sympathischen Typ, hey. Also ich fand ihn eigentlich voll nett. Wer furzt denn da? Ahoi Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen nach oben und wenn nicht, dann nicht. Ja, mögt ihr Viktor oder die anderen Namen, die mir gerade nicht einfallen, dann zeigt es mit einem Abo oder mit einem Daumen.
Was fallen euch noch für andere Arten von Personen ein, die ich in AsiTV verwenden könnte? Schreibt sie mal in die Kommentare. Ja, schaut euch die anderen AsiTV-Videos an, wenn ihr mehr AsiTV sehen wollt. Und ja. Checkt meinen Kanal, die anderen Videos. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Bye, bye. Blau oder rot? Scheiß drauf.